Moin, ich bin's, euer Niklas Steinfurt von Strong Partners. Ich habe ein schönes Core-Workout heute für euch. Wir haben 9 verschiedene Übungen, jeweils 50 Sekunden Belastung. Zwischendurch eine kurze Pause. Ich sage dann immer die nächste Übung an, mache sie einmal kurz vor. Genau, und wir starten mit einem kleinen Warm-up. Genau, auf geht's mit ganz normalen Liegestützen. Arme und Beine schließen. Genau, sehr schön. Ich hoffe, euch geht's trotzdem gut. Ihr habt euch schon eingerichtet zu Hause, habt die Sportmatte rausgeholt, habt euch ein bisschen Platz geschaffen, dass wir jetzt richtig Gas geben können. Genau. Genau, jetzt kurz aufgepasst. Wir ändern die Hampelmann-Variante. Wir gehen über in einen Kreuzhampelmann. Das heißt, Arme und Füße kreuzen. Genau, der Oberkörper ist schon aufrecht. Genau, nicht ganz einfach für den Kopf, aber jetzt seid ihr auch hellwach dabei. Genau. Und jetzt aufgepasst, die Füße machen ganz normal. Ups, weiter. Jawohl. Und die Arme kreuzen weiterhin. Schön leicht federn aus den Fußgelenken. Genau. Ich kann jetzt zwar nicht sehen, ob ihr es auch gut macht, aber ich vertraue da einfach mal auf euch. Und jetzt gehen wir ein bisschen runter dabei, gehen ein bisschen in die Knie, springen weiter und gehen wieder hoch. Und noch einmal wieder runter. Und noch einmal wieder hoch. Jawohl, sehr schön. Ich hoffe, ihr seid jetzt gut aufgewärmt ein bisschen. Wir machen auch direkt weiter mit unserem Core-Workout. Wie gesagt, 9 verschiedene Übungen. Genau, die erste Übung ist ein Unterarm-Plank. Und zwar halten wir einen Plank, sodass die Arme hier schön unter der Schulter sind. Und dann schieben wir uns aus den Fußgelenken nach vorne und nach hinten. Alles klar, ich starte die Zeit. Auf die Plätze, fertig. Und los geht's. 50 Sekunden laufen. Genau, der Oberkörper ist schön in einer Linie. Schön aus dem Fußgelenk nach hinten und nach vorne drücken. Die Hälfte ist auch schon fast geschafft. Immer schön vorne und nach hinten. Genau, wer möchte, legt zwischendurch eine kurze Pause ein, versucht aber dann direkt wieder hochzugehen, wenn es weitergehen darf. Genau, noch 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kurze Pause. Die nächste Übung ist in einer ähnlichen Ausgangsposition. Wir sind wieder im unteren Plank und bewegen jetzt die Füße nacheinander, immer von der Mitte nach außen. Gut. Die Zeit startet in 3, 2, 1 und los geht's. Genau, versucht die Hüfte schön unten zu lassen, schön kontrolliert die Beine zu lösen und wieder abzusetzen. Und wer noch ein bisschen mehr möchte, der kann das Ganze noch dynamisch machen. Das heißt, auseinander und zusammenspringen. Noch 20 Sekunden. Ja, sehr schön, Leute. Bleibt dabei, noch 10 Sekunden. Ihr schafft das. 3, 2, 1. Okay, kurze Pause. Für die nächste Übung gehen wir in den Side Plank. Das heißt, der rechte Unterarm liegt auf der Matte. Das rechte Knie ist am Boden, das linke obere Bein ist gestreckt. Und dann strecken wir unsere Hüfte schön weit nach oben. Und halten so einfach die Hand dabei nach oben gehen. Genau. Wir starten in 3, 2, 1 und auf geht's.
Genau, wichtig ist, die Hüfte schön durchstrecken, schön weit nach oben. Hüfte ein kleines bisschen nach vorne drehen. Genau, sehr schön. Wer hier noch mehr möchte, kann streckt beide Beine aus und hält so. Und Variante Nummer 3 wäre, den Ellbogen und das Knie oben noch zusammenführen. Genau. Jawohl, noch 10 Sekunden. Die Hüfte nochmal schön weit nach oben, schön oben halten. Fast geschafft, noch 5 Sekunden. 3, 2, 1. Sehr schön. Kurze Pause. Ihr dreht euch einmal. Ich drehe mich jetzt einmal hier so rum, dass ihr mich weiterhin im Blick habt. Genau. Und das innere Knie ist wieder am Boden. Das obere Bein ist durchgestreckt, Hüfte schön weit nach oben. Und die Zeit startet in 3, 2, 1. Und auf geht's. Hüfte wieder schön weit nach oben, leicht nach vorne drehen. Und Spannung im ganzen Körper. Genau, Hand nach oben ausstrecken, wer möchte. Und wer hier noch mehr möchte, wie gesagt, das untere Bein noch ausstrecken und dann Ellbogen und die zusammenführen. Ups, sorry. Genau, schön oben halten, euch nicht ablenken lassen. Die Zeit läuft weiterhin. Wir haben noch 18 Sekunden. Komm, nochmal schön oben halten. Jawohl, noch 10 Sekunden. Klasse. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Und geschafft. Kurze Pause. Genau, wir machen weiter mit der nächsten Übung. Wir sind in einer Sitzposition. Wir ziehen die Beine nach oben an, versuchen sie durchzustrecken. Und nehmen die Hände nach vorne. Versuchen die Brust ein bisschen rauszustrecken. Schön die Balance zu halten, den Rücken schön gerade zu lassen. Versuchen diese Position zu halten. Genau, die Zeit startet in 3, 2, 1 und auf geht's. Jawohl, schön halten. Schön versuchen die Balance zu finden. Beine schön durchstrecken, wenn es klappt. Genau, wenn es immer gar nicht mehr geht, könnt ihr die Beine ein bisschen anziehen. Dann ist der Hebel nicht ganz so groß. Genau. Und schön versuchen zu halten. Die Hälfte ist geschafft. Jawohl. Ich bin mir sicher, ihr macht das super zu Hause. Nochmal schön alles geben, nochmal schön hoch mit den Füßen. Versuchen zu halten. Noch 10 Sekunden. Das schafft ihr. Jawohl. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und kurze Pause. Ich erkläre schon mal wieder die nächste Übung. Wir machen einen Russian Twist. Das heißt, die Füße sind wieder, wer möchte, angehoben und die Arme gehen abwechselnd ausgestreckt. Also die Hände gehen abwechselnd hinter die Hüfte auf den Boden. Der Rücken ist wieder schon gerade und dann immer abwechselnd nach links und nach rechts. Wer mag, kann auch gerne die Hacken kurz absetzen, dann wird es ein bisschen einfacher. Gut, die Zeit startet in 3, 2, 1 und auf geht's. Das Tempo ist hier nicht ganz so wichtig. Hauptsache schön viel Kontrolle, die Bewegung ausführen. Und immer abwechselnd nach links und nach rechts. Wie gesagt, ruhig die Hacken auf den Boden setzen. Oberkörper leicht nach hinten lehnen, Rücken schön gerade. Und dann geht's weiter. Jawohl, die Hälfte ist auch schon geschafft. Links, rechts, links. Jawohl, noch 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Wieder eine kurze Pause. Schüttelt euch kurz aus, wenn ihr mögt. Wir machen weiter mit den unteren Bauchmuskeln und den seitlichen Bauchmuskeln. Dazu legen wir uns einmal in Rückenlage, ziehen die Beine an, genau, strecken sie aus, legen die Beine nach oben. Die Arme sind entweder ausgestreckt zur Seite oder unter dem Hintern.
Genau, und dann gehen wir abwechselnd links runter, das bleibt über dem Boden, zurück zur Mitte und zur anderen Seite. Genau, auch hier wird es einfacher, wenn ihr die Beine ein bisschen anzieht. Genau, die Zeit startet in 3, 2, 1 und auf geht's. Links runter, wieder mit schön viel Kontrolle und kontrolliert wieder zurück. Und zur anderen Seite, das ist die sogenannte Windmühle. Jawohl, klasse, noch 15 Sekunden. Fast geschafft. 3, 2, 1 und kurze Pause. Genau, die nächste Übung ist wieder in einer ähnlichen Position. Das heißt, wir sind wieder in Rückenlage. Diesmal starten wir nicht hier oben, sondern hier unten. Und dann lösen wir die Hacken einmal kurz vom Boden und überkreuzen die Beine und wandern dabei nach oben, bis wir ganz oben angekommen sind und gehen dann wieder nach unten. Genau, wer mag, auch hier kann die Hände unter dem Hintern erlegen. Genau, die Zeit startet in 3, 2, 1 und auf geht's. Versucht die Hacken, wenn ihr unten seid, nicht abzulegen, sondern knapp über dem Boden zu halten. Und dann mit viel Kraft aus dem Bauch wieder ab nach oben mit den Beinen. Jawohl. 20 Sekunden. Jawohl, richtig gut, Leute. Versucht die Beine nochmal schön gestreckt zu lassen. Aber wer möchte, kann auch hier die Beine ein bisschen anziehen, dann wird es einfacher. Genau, fast geschafft. 3, 2, 1 und Pause. Gut, wir kommen zur letzten Core-Übung. Dann habt ihr es geschafft. Dann folgt nur noch ein kurzes Cooldown. Und zwar machen wir eine Variante der sogenannten Mountain Climbers. Genau, die normalen Mountain Climbers gehen so. Wir nehmen jetzt aber das rechte Knie zum linken Ellbogen und umgekehrt und machen das Ganze auch hier schön kontrolliert. Wer sich sicher in der Bewegung fühlt, kann hier am Ende natürlich auch nochmal alles rausholen und ordentlich Gas geben. Alles klar, wir starten in 3, 2, 1 und auf geht's. Richtig gut. Die Hüfte bleibt schön stabil. Dreht hier nicht irgendwie ein. Genau. Komm, Leute, das letzte Intervall. Versucht nochmal richtig Gas zu geben. Genau. Und wir haben die Hälfte schon geschafft. Noch 25 Sekunden. Und komm, nochmal richtig Gas geben. Noch 15 Sekunden. Jawohl. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wir haben es geschafft. Richtig gut, Leute. Kommt erstmal wieder zu Atem. Ihr merkt, ich bin auch richtig aus Atem. Das heißt, es war ein gutes Workout. Wer möchte, kann aber natürlich noch eine zweite und eine dritte Runde ranhängen. Genau, aber für die anderen können wir auch jetzt gerne uns schön entspannen, ein schönes Cooldown machen und schön belohnen. Genau, dazu legen wir uns einfach auf den Rücken, während wir weiter zur Atem kommen. Das waren 3 Minuten. Und dann ziehen wir einmal beide Beine an.
eng zum Oberkörper rein. Von mir ein schönes Päckchen. Und bewegen die Beine so ein bisschen nach links und nach rechts. Kreisen sie so ein bisschen. Massieren schön die Wirbelsäule. Sehr gut gemacht. Dann strecken wir die Beine einmal wieder kurz aus, weil wer möchte, schüttelt einmal kurz die Beine aus. Wir dehnen nochmal kurz ein bisschen den Bauch, den haben wir ja gerade sehr doll beansprucht. Dazu ziehen wir einmal das linke Bein so ein bisschen ran, legen die Hände zur Seite, strecken die Arme aus und nehmen das Knie, das linke Knie auf die rechte Seite. Gehen dabei die Hüfte gegen den Kopf so ein bisschen mit, gucken auf die rechte Handfläche und versuchen so halt etwas zu entspannen. Schön tief ein- und ausatmen. Vorsichtig wieder zurück zur Mitte. Kurz die Beine aufschütteln. Das linke Bein ausstrecken. Das rechte Bein anziehen. Und nach links übersetzen. Den Kopf vielleicht mitnehmen. Und auf die Handfläche gucken. Wer mag, kann gerne noch so liegen bleiben. Ich habe es geschafft für heute. Genau, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und denkt dran, stay at home und stay strong.